Jungs, geben wir unser Bestes, haben wir damit? Ja! Was ist mit einem Team? Was ist mit einem Team? Was ist mit einem Team? Auf geht's! Ein Team zu sein, genau darum geht es bei Mannschaftssportarten. Egal ob im olympischen oder im paralympischen Sport. Beim Fußballturnier von Jugend trainiert für Paralympics war das nicht anders. Auf den Plätzen am altehrwürdigen Jahn-Sportpark wollten die Teams beweisen, dass sie nicht umsonst Landessieger geworden sind. Denn nach Berlin zu fahren, hat gerade für Fußballer eine ganz besondere Bedeutung. Haben dort schon ihr Erfolgserlebnis und wollen sich natürlich messen, wie jedes anderes Fußballteam natürlich auch. Und wenn man nach Berlin fährt, das ist wie Pokal-Endspiel und hier wird drum gekämpft. Im Modus des Schweizer Systems gilt zunächst das Prinzip jeder gegen jeden. Anschließend werden die Teams anhand einer Tabelle in zwei Gruppen geteilt. Pool B spielt dann die Plätze ab Rang 9 aus und die Mannschaften in Pool A ermitteln den JTFP-Sieger. Für die Teilnehmer und die Betreuer selbst ist schon das Dabeisein ein Highlight. Auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl in Berlin. Wir freuen uns immer. Wir sind seit einer Woche oder seit ein paar Monaten so aufgeregt auf Berlin und klar, macht das sehr Spaß auf jeden Fall. Ja, die Belohnung für die letzte Saison, die sich die Spieler erarbeitet haben. Und wir Spaß haben. Ganz viel Spaß haben. Und in eine, dass wir auch weit kommen. Denn dabei sein ist dann eben doch nicht alles. Schließlich geht es auch um den Sieg beim größten Schulwettbewerb der Welt. Dementsprechend motiviert sind die Schüler. Kein Ball wird verloren gegeben, kein Zweikampf wird gescheut. Ja, genau, also schwer, aber wir gehen auch mit jedem Zweikampf da rein. Wir geben unser Bestes und gucken mal, wie es weitergeht. Dass so ein Team auch als Einheit funktioniert, ist letztlich Aufgabe der Trainer. Unterschiedliche Beeinträchtigungen, Charakter und fußballerisches Können. Die JTFP-Coaches müssen dabei auf viele verschiedene Aspekte eingehen. Das ist dann Aufgabe des Trainers während der Schulzeit. Bei uns ist es so, dass wir einmal pro Woche eine Neigungsgruppe Fußball anbieten und da dann eben die Jungs mit all ihren Schwächen und Stärken zusammenbringen und versuchen, eine Einheit zu formen. Feine Dribblings, harte Zweikämpfe und viele Emotionen. Beim paralympischen Fußballturnier war alles dabei, was das Spiel mit dem runden Leder so besonders macht.